Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen bekräftigt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Ziele Israels. Und wir schauen mal auf eben das Ziel. Das ist der Gazastreifen bzw. die Zentren der Terrororganisation Hamas, die also seit dem frühen Morgen seit 6 Uhr umgehend wieder angegriffen werden, zu Boden und aus der Luft, wie es heißt. Und wir wollen mal schauen, und zwar zu Tatjana Ohm, die ist in Sderot am Rande des Gazastreifens, also in Israel. Worauf konzentrieren, gibt es darüber Informationen, worauf konzentrieren sich denn die Angriffe im Gazastreifen aktuell? Guten Morgen nach Berlin, Thomas. Noch nicht ganz in Sderot. Wir sind auf dem Weg dorthin, einige Kilometer noch entfernt. Und als wir gerade eben hier angehalten haben, bevor ich deine Frage beantworte, nur kurz diese Situationsbeschreibung, haben wir deutlich über uns in der Luft den Iron Dome hören können, der offenbar Raketen abgefangen hat, die vom Gazastreifen gekommen sind. Diese von der Hamas abgefeuerten Raketen in den frühen Morgenstunden waren dann eben auch der Grund, dass die israelische Seite gesagt hat, okay, dann hat es sich jetzt mit der Waffenruhe. Wir müssen uns jetzt dann auch wieder verteidigen. Und genau das passiert. Zum einen eben, ihr habt das eben schon gesagt, aus der Luft, aber auch am Boden, Artilleriefeuer ganz offenbar, das auch schon wieder eingesetzt wird. Was sind die Ziele? Natürlich weiterhin die Infrastruktur der Hamas. Es ist ja nicht so, als wenn man damit in Anführungsstrichen gesetzt fertig gewesen wäre, vergangenen Freitagmorgen, als diese Waffenruhe begonnen hat. Das heißt, die Kämpfe gehen jetzt also weiter und wir bekommen auch die ganze Zeit über nach wie vor die Alarmmeldungen für all die Regionen östlich des Gazastreifens, für all die Kibbuze, die dort sind, wo es eben offenbar die Gefahr von Raketeneinschlägen durch die Hamas gibt. Tatjana, eins der Ziele, die Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, noch mal formuliert hat, ist die Befreiung der Geiseln. Aber Freilassung jetzt zumindest über diesen Deal Waffenruhe gegen Geiseln wird es ja wohl dann jetzt erstmal nicht mehr geben. Oder wie schätzt du das ein? Also ich würde mal sagen, zumindest heute kann ich mir das eigentlich so gut wie überhaupt nicht vorstellen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass hinter den Kulissen insbesondere die beiden Hauptvermittler, nenne ich sie mal, Ägypten und auch Katar, mithilfe der USA, Anthony Blinken, der Außenminister, der erst gestern hier gewesen ist, dass man da versuchen wird, entweder eine neuerliche Feuerpause zu erreichen oder vielleicht unabhängig von den Kämpfen es zu schaffen, die restlichen Geiseln freizubekommen. Im Moment ist die Rede von noch mindestens 20 Frauen und 2 Kindern, die sich in den Händen der Hamas befinden sollen, abgesehen von den ca. 130 Männern, die ebenfalls noch in den Händen der Hamas sind. Aber wie gesagt, dass das heute passieren wird, da habe ich große, große Zweifel dran. Die israelische Seite sagt auch, es hat auch überhaupt keine Liste von Seiten der Hamas gegeben für den heutigen Tag. Seit vergangenen Freitag ist das ja so ein bisschen das Prozedere gewesen. In der Regel am Nachmittag, späten Nachmittag, allerspätestens in den frühen Morgenstunden hat die israelische Seite dann immer die Liste bekommen mit den Geiseln, die die Hamas freigeben will. Im Gegenzug hat die Hamas die Liste bekommen mit den palästinensischen Häftlingen, die in israelischen Gefängnissen sitzen und freigelassen werden sollen. Und eine solche Liste hat es eben in den letzten Stunden nicht gegeben. Tatjana, vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Israel.